Das hier sind übrigens alle C++-Keywords. Ich hatte überlegt, eine Word-Cloud zu machen. Also ich habe irgendwie ein Projekt genommen und habe mal alle Keywords extrahiert und danach gegrabt. Und dann habe ich versucht, eine Word-Cloud zu machen. Das sah aber scheiße aus. Also sah nicht besonders toll aus. Was glaubt ihr? Also, weil irgendwie ganz viele im Prinzip gar nicht vorkommen. Und das sind aber die, die man hier im Prinzip auf der Folie sehen will. Ja? Also, deswegen habe ich die Word-Cloud ersetzt durch das hier. Das ist ja im Prinzip nicht nach Häufigkeit irgendwie sortiert. Was glaubt ihr, was das häufigste war in unserem Projekt? Bitte? Ja, laut Google Code Style soll man die Symbole nehmen. Ja. Hat jemand einen Vorschlag für das häufigste Keyword? Ja. Nein, so wenig programmieren wir nicht. Ja, Const. War interessanterweise. Const, das ist das häufigste Keyword. Ja, hat mich überrascht. Und danach End, aber das lag daran, dass ich die ganzen Kommentare eben mit irgendwie im Grab hatte. Und deswegen, naja. Okay. Ja, danke. Also, ich bin der besagte Timo Bingmann. Ich bin Doktorand hier am KIT beim Professor Sanders und code im Prinzip den ganzen Tag eigentlich C++, es sei denn, man macht Vorlesungen und solche Dinge. Genau, ich wurde von David gefragt, hier gebeten, einen Vortrag zu halten und war erstmal überrascht. Er hat mir aber dann überlegt, ja, eigentlich haben wir in den letzten 2 Jahren sozusagen versucht, C++ to the max zu verwenden. Und zwar in so einem kleinen, also in einem Projekt, was wir bei uns am Lehrstuhl machen. Das heißt Trill. Das machen wir ungefähr seit 2 Jahren. Und das ist ein Big Data Tool, was mit Spark und Flink konkurrieren will. Also wir wollen im Prinzip große Datenmengen in einem verteilten System, in einem verteilten Cluster bearbeiten. Und die Idee ist halt, mit C++ da tatsächlich dann Performance rauszubekommen und trotzdem eben eine schöne Syntax zu haben. Dieser ganze Vortrag soll jetzt aber natürlich keine Werbung sein, irgendwie für Thrill. Aber wir haben im Prinzip dieses Projekt auf der grünen Wiese entwickeln können mit 6 oder 7 Studenten. Und deswegen konnten wir im Prinzip irgendwie alles von null auf anwenden, die tollsten Features, weil es im Prinzip hochexperimentelles Projekt ist. Und genau, die Studenten also haben damals alle Features irgendwie mal einbauen wollen und verwenden wollen und Hauptsache irgendwie neue Sachen verwenden. Und ich, alter Hase damals, kannte das alles irgendwie damals nicht, das ist irgendwie 2 oder 3 Jahre her. Und das konnte natürlich nicht so bleiben. Ja? Also die Studenten waren da irgendwie schlauer, fortschrittlicher, das konnte nicht so bleiben, deswegen musste ich das eben auch alles irgendwie lernen und ausprobieren. Und in dem Vortrag möchte ich euch so jetzt so zeigen, anhand auch der Ideen, die wir halt irgendwie im Thrill hatten oder der Probleme, die wir im Thrill hatten, wie wir die gelöst haben und wie man dabei C++ 11, 14, 17 Techniken eingesetzt hat. Ja, genau. Im Vorfeld von diesem Vortrag habe ich mir so ein bisschen überlegt, wie lange ich jetzt eigentlich schon C++ mache. Und ich war erschreckt, habe ein bisschen im Netz gegoogelt, wie alt. Ich habe erschreckt, dieses Bild zu kennen. Ja? Und auch die Daten, das Datum, was da dabei ist. Also ich kann mich erinnern, irgendwie 1992 den ersten C-Compiler gekauft zu haben. Das war irgendwie Borland C++, ich glaube 3.1. Und dann irgendwie 2.0, das war die DOS-Version, 3.1 war die Windows-Version. Und dann rechnet man und dann kommt man auf 25 Jahre und meint, oh Mann, ist man alt geworden. Aber ja, das waren halt 50 Spalten, 25 Zeilen und da hat man dann alles darin gemacht. Heute hat man mehr davon, aber ja. Lustigerweise, zu der Zeit haben die ganzen Leute im Prinzip eigentlich nicht C++ gecodet, sondern Fortran und insbesondere eben Turbo Pascal Turbo Pascal 6.0 war ja unglaublich beliebt. Interessanterweise hört man von Pascal weniger viel heute. Ja? irgendwie habe ich damals aufs richtige Pferd gesetzt, weil irgendwie Pascal fand ich einfach nicht toll. Ja? Das jedoch schon. Ja? Ja, also Delphi ist das einzige Pascal, was irgendwie noch überlebt hat. Ja? Genau. Aber sonst ist ja im Prinzip jetzt alles in die JavaScript-Welt irgendwie abgewandert. Aber naja, irgendwann kommen die auch noch zurück. Okay, genau. Also der Inhalt dieses Vortrags, es sind so im Prinzip 3 Teile. Das CRTP habe ich rausgeworfen. Als erstes möchte ich euch im Prinzip Move Semantics und R-Value References erklären, so wie ich sie verstanden habe dann erstmal.
Wer verwendet sie denn? Wer kennt sie denn und verwendet sie denn? Na, das sind 30%. Wer hat sie verstanden? Okay, so ein bisschen. Was heißt das? Ja, genau, was heißt verstanden? Okay, zweites Thema ist Final und Override. Das geht relativ fix. Das sind im Prinzip die neuen Keywords, die Virtual erstmal erträglich machen. Und Nummer drei ist dann Variadic Template Parameter, vor allem Unpacking, nicht Packing. Das ist nämlich langweilig. Okay, wer kennt das? Also wer kennt Variadic Template Parameter? Schon deutlich weniger, interessant. Ja? Okay. Und innen drin eingebaut in diese ganzen Themen sind im Prinzip die Random Bits of Thrill, die ich irgendwie dann aus unserem Projekt sehe, um euch im Prinzip zu zeigen, ja, wie das in irgendwie entstanden ist oder aus welchem Kontext das kommt. Genau. So, dann fangen wir einfach mit R-Value References an. Wenn man irgendwie im Netz so ein bisschen, wenn man im Netz R-Value googelt, dann bekommt man neben den ganzen C++-Sachen solche lustigen Dinge hier. R-Values sind nämlich anscheinend auch die Isolationszahlen, also die wie heißt das? Insulation Resistance Values. Wenn man dann noch weiter googelt, bekommt man irgendwann mal den C++-Standard zu sehen. Dann sieht man, es gibt L-Values, es gibt X-Values, es gibt GL-Values, es gibt R-Values und es gibt PR-Values. Und danach war ich erstmal aufgeschmissen. Ja? Eigentlich interessieren uns nämlich nur die L-Values und die R-Values. Das ist aus dem Standard kopiert. Ja? Für die Compiler-Bauer braucht man das. Ah, genau, kurzer Disclaimer. Ich bin kein Compiler-Bauer. Die Compiler-Bauer sitzen da hinten. Ja? Ich bin mir sicher, dass es hier im Raum Leute gibt, die damit eher umgehen können als ich. Ich bin deutlich eher von der praktischen Seite irgendwie. Wenn Zeug zu kompliziert wird, verwende ich es einfach nicht. Ja? Also ich habe irgendwie sehr pragmatische Herangehensweise. Ihr werdet also auch nur Sachen sehen, die man tatsächlich irgendwie verwenden kann. Ja? Im Gegensatz zu irgendwelchen Referenzen. Dann habe ich weitergesucht und war erstaunt beim Visual Studio Compiler von Microsoft eine deutlich bessere Erklärung zu finden, und zwar irgendwie über L-Values und R-Values. Every C++ expression is either an L-Value or an R-Value. Gut, soweit wissen wir. Anscheinend widerspricht das zwar dem Standard, aber das macht ja nichts. Ja, da ist der Compiler-Bauer. Okay, also every C++ expression is either an L-Value or an R-Value. Da gibt es diese komische, da gibt es so einen Ableitungsbaum, das ist aber nicht so ganz so wichtig, um das zu verstehen. An L-Value refers to an object that persists beyond a single expression. Und jetzt kommt vielleicht der wichtigste Satz. You can think of an L-Value as an object that has a name. Das ist so der Schlagsatz, mit dem man L-Values und R-Values irgendwie auseinanderhalten können möchte. Bei mir im Hinterkopf ist noch immer so neben dem Namen, dass diese Dinge Adressen haben im Speicher. Ja? Das stimmt allerdings auch wieder nicht so ganz. So, und all variables, including non-modifiable const variables, are L-Values. Good. An R-Value is a temporary value that does not persist beyond the expression that uses it. Good. Okay, merkt euch mal das mit dem L-Value is an object that has a name. Woher kommen die Namen L- und R-Values? Also es kommt einfach daher, man hat ein Assignment, also die L- und R-Values gibt es schon länger als C++11, die gibt es eigentlich schon immer, denn das ist das, was links vom ist-gleich steht, ist die L-Value, und das, was rechts vom ist-gleich steht, ist der R-Value. Okay, das gibt es schon immer, ja? Und ein L-Value, das Ding merkt man sich, das hat einen Namen, das heißt nämlich X. Das hier, dieser Ausdruck hat irgendwie keinen Namen. Sondern das ist irgendwie das Ergebnis von dem, was halt aus Square Root hier rauskommt. Und das, was irgendwie die R-Values und L-Values in C++11 so besonders jetzt auf einmal toll macht, ist, dass man sie eben capturen kann. Das ist das, was die erstmal interessant macht. Und zwar gibt es in C++11 diesen neuen Doppel-Ampersand-Typ hinten dran. Also früher gab es ja nur die Const, die normalen References, und jetzt gibt es hier die R-Value-References. So, erster Unterscheidungspunkt. Ein R-Value ist nicht das gleiche wie ein R-Value-Reference. Okay? Ein R-Value ist sozusagen dieses temporäre Objekt. Und ein R-Value-Reference ist das, was unser temporäres Objekt captured. Okay. Wie geht es weiter?
Ich glaube an der Stelle, genau, an der Stelle habe ich mir jetzt überlegt, dass es eigentlich am besten ist, das euch näher zu bringen, indem man ein Live-Coding macht. Ja? Also in Thrill gibt es eine Stelle, wo die R-Value-References sozusagen bei mir das erste Mal sehr, sehr nützlich waren. Und zwar gibt es in Thrill, also als verteiltes Data-Management-Projekt, gibt es dort einen Buffer. Und zwar irgendwie die Hauptarbeit von Thrill besteht halt irgendwie den Buffer zu füllen, dann der Netzwerkschicht weiterzugeben und die Netzwerkschicht darf den irgendwann mal versenden. Das Ding ist, dieser Buffer ist halt irgendwie sehr groß. Der hat irgendwie so 2 Megabyte und deswegen war das so das erste Objekt, wo ich meinte, das möchte ich unter keinen Umständen kopieren dürfen. Implizit kopieren. Das ist so jetzt sozusagen dieses Leitmotiv, was ich euch ein bisschen erzählen möchte, was man mit dem Buffer alles Mögliche machen kann dann. Genau, das ist Live-Coding. Also ihr dürft dann auch irgendwie zwischendrin Fragen stellen. Oder es ist Live-Coding. Ich erzähle euch irgendwas, aber ich hoffe, dass ich nicht gegen die Wand rede. Das habe ich gestern Abend nämlich beim Üben schon gemacht. Okay, das ist ein Buffer. Die Idee, die ich bei Thrill hatte, ich arbeite mit den Studenten zusammen und der Buffer darf niemals kopiert werden. Und das Erste, was man mit so einem Buffer macht, ist den eben non-copyable zu machen. In dem neuen C++11 macht man das, indem man einfach den Copy-Konstruktor deletet und eben auch den Assignment-Operator deletet. Und damit hat man das Ding erstmal non-copyable gemacht. Das kennt ihr wahrscheinlich schon alle, ja? Okay. Da fehlt noch ein Const. Wo? Wo fehlt da ein Const? Das da hier fehlt, das ist egal. Okay. Doch. Okay. Ich sehe schon, das wird sehr interessant. Dieses Experiment. Noch nie ein Experiment hier gemacht. Ich habe mir schon genau überlegt, was wir machen, aber ich werde bestimmt Tippfehler und alles Mögliche machen, dürfte mich gerne korrigieren. Genau, also ich möchte erstmal den Buffer non-copyable machen, das heißt, dieses hier darf nicht mehr funktionieren. Also das Live-Coding, ich werde euch die ganze Zeit compilen und das sieht halt in dem Emacs, was ich hier mache, so aus und das dann auch ausführen und euch dann noch irgendwie sowas dazwischen machen. Wir gehen Output. Es ist nur Kleinigkeit, damit ihr seht, wo der End-Output. Ja, ich möchte speichern. So, also oben ist immer das Beispiel, unten ist immer die Ausgabe des Compilers und anscheinend habe ich es richtig gemacht. Use of deleted function, zumindest der obere, der Assignment Operator wird hier natürlich nicht verwendet. Offen. Wichtig, also das ist die Art und Weise, wie man in C++11 neuerdings die Copy-Konstruktion und die Copy-Assignment verbieten kann. In den alten C++-Sachen musste man damit irgendwelche komischen privaten Definitionen machen. Heutzutage ist das viel schöner. Man deletet. Und diese Syntax ist erstmal ein bisschen komisch, aber ich finde es eigentlich am Ende richtig cool. Ja? Gut, jetzt können wir erstmal mit unserem Buffer irgendwie gar nichts mehr anstellen. Man kann den nicht moven, man kann den nicht kopieren. Das ist alles schlecht. Das heißt, wir müssen erstmal unseren Buffer movable machen. Und den Buffer movable zu machen, ist genau so eine R-Value-Reference. Ein Konstruktor zu schreiben, der eine R-Value-Reference nimmt. Und dann müssen wir uns überlegen, wie wir unseren Buffer moven. Das ist ganz einfach. Wir klauen dem anderen Buffer eben sein Datum und sein Size. Und jetzt ganz wichtig, das Data und das Size des anderen zu clearen. So, denn machen wir vielleicht einen Schritt zurück. Machen wir das alles mal kurz weg. So wie der Buffer aktuell geschrieben ist, ich wollte euch kurze Intro in den Buffer geben. Der Buffer hat im Prinzip einfach nur einen Konstruktor, der irgendwie n Bytes allokiert, n uninitialisierte Bytes und einen zweiten Konstruktor, wo ich halt Strings reingeben kann, damit halt der Buffer irgendwas enthält und ich die Strings dann irgendwie nachher ausgeben kann in der Konsole unten. Der Buffer muss natürlich deleted werden, deswegen hat der Destruktor seinen Delete-Aufruf.
Und ein ToString hat der Buffer auch, was jetzt für die Debug-Ausgabe hier in der ganzen Erzählung ist. Ja? Und der Buffer ist im Prinzip ein Pointer irgendwo hin und eine Größe. So, und wenn, also bei C++-Leuten muss sowas immer erstmal Alarmglocken schlagen. Ja, sowas, also Raw-Pointer und die mit und in Destruktoren deleted werden, sowas schlägt immer Alarm, denn so wie ich das hier tatsächlich, dieses Beispiel unten geschrieben habe, gibt es tatsächlich gleich ein Double Free und Segfault. Und, denn, warum, ist klar, jeder C++-Hase erkennt das sofort, der Default-Kopierer kopiert halt den Pointer hier innen drin und dann wird eben zweimal deleted, der gleiche Pointer. Ja, okay. Und um das eben unmöglich zu machen, machen wir erstmal non-copyable und dann in unserem Move-Konstruktor eben explizit den anderen auf null zu setzen, auf null-Pointer, ja, damit der Delete eine no-op wird. Ja. Und damit funktioniert das ja nicht, weil er nicht copyable ist. Und jetzt kommt das erste Mal Movement ins Spiel. Wie kann ich denn meinen Buffer von dem B1 in den B2 moven? Das macht man, indem man im Prinzip hier ein L-Value und ein R-Value umcastet. Das heißt std-move. Und damit funktioniert die Sache. Damit ihr mir jetzt glaubt, dass das hier alles so funktioniert ist, geben wir mal den Buffer ein bisschen aus. Die beiden Buffer einmal ausgeben. Also am Anfang glaubt ihr mir, dass er in B1 drin ist. Und tatsächlich nach dem Moven ist die erste Zeile ist im Prinzip B1. Ja, B1 dazu. So. B1 ist leer und B2 enthält den String. Okay? Alle glücklich. Also genau, eure Aufgabe hier während dem Live-Coding ist, mich langsamer zu machen. Okay? Also, dieses, was ist das std-move? Das lassen wir erstmal so stehen, das bewegt das B1 in das B2. In Wirklichkeit macht es was ganz anderes. Das kommt nachher gleich. Okay, es gibt auch andere Möglichkeiten, ja. Okay, erstmal sind alle glücklich, ich kann meinen Buffer bewegen. Erstmal ganz nett. So, jetzt überlegen wir, jetzt der Buffer in Thrill muss im Prinzip, wird irgendwo konstruiert, wird gefüllt mit Daten, so wie hier, und wird dann irgendwie der Netzwerkschicht übergeben. Das heißt, es gibt in Thrill eine Send-Funktion, die einen Buffer nimmt. Und jetzt schreibe ich mal so ein paar mögliche Signaturen dieser Send-Funktion hin. Und wir überlegen uns mal, welche davon überhaupt funktionieren können. Const-Buffer. Und dafür gibt es irgendwie so drei oder vier verschiedene Arten. Und wir werden anhand dieser Beispiele im Prinzip jetzt so ein bisschen erörtern, was hier eigentlich funktionieren kann. So, das sind vier verschiedene Arten und die Signatur von meiner möglichen Send-Funktion, die in dieser Netzwerkschicht irgendwo verborgen ist, zu schreiben. Das erste kennt ihr alle. Ja, was ist das? Das ist ein Call-by-Value. Ja? Das zweite ist ein Call-by-L-Value-Reference. So. Das zweite ist ein Call-by-Const-L-Value-Reference. Und das dritte ist ein Call-by-R-Value-Reference. So. Wenn ich jetzt meinen Buffer hier habe, der, wie bekannt, non-copyable ist, machen wir mal ein bisschen weniger Buffer hier hin, so. Welche von diesen Funktionen kann ich denn aufrufen? Okay, erstmal 2, 3, 4, merkt es mal gucken, ob es nachher stimmt. Okay, warum geht B1 nicht? Also warum geht das hier nicht? Ja, da wird kopiert. Und das ist im Prinzip das, was ich unbedingt verhindern möchte mit dem Buffer. Da wird irgendwie dieser Buffer kopiert in einen anderen hinein. Da werden 2 MB durch die Gegend verschoben. Auf keinen Fall möchte ich das. Geht das da? Ja, das geht natürlich. Ja? Entschuldigung. Ja, danke. Ja, das geht natürlich. Danke. B3, geht das? Ja, natürlich, das ist die altmodische Art und Weise, eben eine Constref auf irgendeine andere Variable zu haben. Nummer 4, ihr glaubt mir das. Nummer 4 geht nicht. Wie kriege ich das hin, dass Nummer 4 geht? Indem ich ein std-move hineinschreibe. So. Irgendwie klar. Ja?
Okay, damit habe ich aber irgendwie noch immer nicht verstanden, was eigentlich ein R-Value ist. Und bei mir hat das zuerst, also dann geschnackelt, als ich gemerkt habe, eigentlich kenne ich R-Values schon. Wenn man jetzt tatsächlich zurückguckt auf die Folie, das ist ein temporary object, was irgendwie erzeugt wird. Und tatsächlich kannte ich das die ganze Zeit schon. Das ist nämlich, wenn ich hier Buffer hineinschreibe, ein Temp-Buffer hineinschreibe. Funktioniert das? Was ich hier im Prinzip gemacht habe und eigentlich schon die ganze Zeit kannte, ist, dass wenn ich sozusagen innerhalb von irgendeinem größeren Ausdruck Objekte schon innen drin erzeuge. Das ist im Prinzip, wenn ich für eine Funktion schreibe, statt irgendwie die Variable irgendwo extra zu speichern, schreibt man sie halt in diesen Funktionsaufruf hinein. Ja? Und dieser Buffer, wenn man sich den genau anguckt, der ist im Prinzip sowas wie dieser Square Root da drüben. Das ist ein temporäres Objekt, das hat keinen Namen. Ja? Das ist, ich meine, was für einen Namen hat das? Nichts. Und dadurch ist das ein R-Value. Das ist im Prinzip der Prototyp eines R-Values. Ja? Und deswegen kann ich tatsächlich Send4 mit diesem R-Value aufrufen. Jetzt geben wir hier mal in Send4 noch den Buffer aus, damit ihr mir glaubt, dass der ankommt. Und ja. Und jetzt der Witz ist, das ist ein Temporary. Das ist tatsächlich ein Temporary und das ist ein R-Value. Das STD-Move erkläre ich mir inzwischen so, das nimmt mein L-Value, den B1, der hier diesen seltsamen Namen B1 hat, und wandelt den in ein R-Value um, der hier vorne steht, aber keinen Namen hat. Er nimmt sozusagen diese L-Value-Variable und wandelt sie in eines dieser temporären Objekte um. Nämlich so eins. Okay? So verstehe ich das. Okay, machen wir mal weiter im Text. Noch ein paar mehr Sends hier. Ja, Frage? Welche von den Sends wollen wir denn jetzt haben? Das ist eine sehr gute Frage. noch eine. Pointer? Raw Pointer. Das sind jetzt höhere Designentscheidungen. Ja? Tatsächlich ist das bei uns so, dass die Allokation, noch ein bisschen mehr Erzählung zu der Netzwerkschicht in Thrill. Im Prinzip möchte ich außen den Puffer allozieren, dann gebe ich den Puffer der Netzwerkschicht, dabei möchte ich den natürlich nicht kopieren. Ja? Und dann hat die Netzwerkschicht Besitz des Puffers und da das eine asynchrone Netzwerkschicht ist, wird die auch nicht gleich versenden, sondern wird halt den Puffer irgendwo halten und irgendwann später dann deallozieren. Also in dem Sinn interessiert es den schon, wie du den Puffer deallozierst. Okay? Nur zur Erzählung. Deswegen, eigentlich möchten wir sozusagen, wir möchten die Funktion auswählen, die uns ermöglicht, den Buffer quasi weiterzugeben, ja? Und nicht zu kopieren. Und die Antwort auf deine Frage ist Nummer 4. Die Netzwerkschicht acquired den Buffer. Ja? Das ist, was passieren wird. Okay? Also Nummer 4 ist das, was wir wollen, und das funktioniert tatsächlich entweder so aufgerufen, also tatsächlich mit einem temporären Objekt, oder indem ich ein existierendes Objekt zeitweise temporär mache. Warum ist nicht 1? So, jetzt wird es kompliziert. 1 kannst du tatsächlich auch damit aufrufen. Ja? Was passiert dabei? Das Objekt aus B1 wird in dieses Argument, was ein Value-Argument ist, hineingemoved. Tatsächlich ist das auch eine Möglichkeit. Ja? Und löst auch dein Problem. die Diskussion machen wir am Ende. Stattdessen möchte ich euch irgendwie die größeren Verwirrungen des L- und R-Value-Lebens noch ein bisschen näher bringen. Denn in Thrill ist tatsächlich diese erste Send-Methode, die man von außen aufruft, natürlich nicht die echte Send-Funktion, sondern die macht halt, das ist sozusagen eine Fassade. Und innen drin gibt es die seltsame Real-Send-Funktion, ja, die man natürlich so nennt. Ja. Also die äußere Send-Funktion ist eine Fassade, die macht Debugging und so Zeug. Und die Real-Send ist dann die innere Netzwerk-Backend. Und jetzt ist nämlich die große Frage, ich möchte jetzt im Prinzip hier, das ist meine Debug-Ausgabe, die haben wir ja schon,
RealSend aufrufen und da ist dann der erste Punkt, wo die Leute dann die Segel strecken, denn das hier gibt den schönen Fehlermeldung, cannot bind buffer L value to double ref. Hä? Und dann überlegt man sich, ja, aber ist doch double ref, warum kann ich das jetzt nicht binden? Also hier, der Fehler ist in tatsächlich genau der Zeile, cannot bind buffer L value to buffer double ref in RealSend. Und da fängt man dann irgendwie auszusteigen, weil ist doch Double Ref, ja, ist doch Buffer Double Ref. Sagt mir aber, es ist ein L-Value. Hä? Okay, erste Weirdness der ganzen Move-Semantik. In dem Moment, in dem innerhalb dieser Funktion ein R-Value-Reference ein Objekt captured, ja, in B, bekommt das Ding einen Namen, nämlich B. Und dadurch wird es ein L-Value. Das ist das, was total verwirrend ist. Innerhalb der Funktion existiert das Objekt, was von außen gegeben ist, das heißt B, existiert innerhalb der Funktion als L-Value. Das heißt, wir müssen das zu einem A-Value machen, indem wir std-move drumherum schreiben. Und das ist eine ganz typische Sache. Man sieht im Prinzip in den ganzen Funktionen, die mit so einem A-Value-Reference als Argument haben, irgendwo ein std-move, was das Move irgendwie weiterschiebt. Was das Objekt weiterschiebt zum nächsten. Und erst dadurch wird es hier möglich, einen Buffer, also das, den Buffer hier weiter zu übergeben als A-Value. Okay? Das ist ja ein bisschen das. Ja, okay. Dieses Prinzip, gehen wir uns mal die Ausgabe hier aus. Okay, also so gibt man A-Values weiter. Okay? Ich schreibe mal weiter. Genau, RealSend. Unser RealSend habe ich mir dann überlegt in der Netzwerkschicht. Also es gibt im Prinzip zwei Varianten, die man gerne hätte in der API. Nämlich einmal eine Variante, die den Buffer quasi acquired von außen und behält. Und einmal, wenn der Buffer quasi die äußere Schicht nicht bereit ist, den Buffer herzugeben, muss es halt eine Möglichkeit geben, die so aufzurufen, dass kopiert wird. Ja? So, ich sehe schon. Und die Signatur dafür ist im Prinzip die altmodische Art und Weise, Dinge zu tun, nämlich eine Const-Reference zu übergeben. Ja, das ist die altmodische Art und Weise. So, also genau. Und das ist so das, was ich in meiner Netzwerkschicht auch gerne hätte. Eine Funktion, die, wenn man std-move drumherum schreibt, aufgerufen wird. Und eine, die aufgerufen wird, wenn std-move nicht drumherum steht. So, jetzt überlege ich gerade, wie das hier aufgerufen wird. Rufen wir doch einfach RealSend direkt auf. genau. Und jetzt, je nachdem, kann der Compiler sich quasi entscheiden, das ist ja eine Methodenüberladung, welche denn der eigentlich passt. Und wir wissen jetzt vorher, das ist ein L-Value. Ja? Nur eine von diesen passt, da ich die interessanterweise gleich genannt habe, wissen wir das nicht, welche aufgerufen wurde. Deswegen geben wir dem hier mal verschiedene Namen. So. Das eine ist die constref-Methode von RealSend, das andere ist die rValueRef-Methode. Und welche wird aufgerufen? Da das ein L-Value ist, der nicht gemoved werden, also ein L-Value ist und kein rValue ist, wird eben die constref-Methode aufgerufen. Wenn ich jetzt ein std-move drumherum schreibe, dann weiß der Compiler, das ist ein rValue und dann wird die rValueReference-Methode aufgerufen. Okay? Jeder verstanden? Je nachdem. Das ist jetzt zu Demonstrationszwecken, oder? Ja. Oder ist das auch was du jetzt irgendwie als Design das überladen? Oh, das könnte ich mir schon vorstellen, dass man das, also ob das wirklich so, ja, also ob man es wirklich so schreiben möchte, ist eine andere Frage. Ja, das ist zu, also das Beispiel, ja. Also, das gibt es nicht nur bei Strings. Diese ganze Sache kennt ihr schon. Das ist nämlich das, was bei den Konstruktoren passiert.
Hier gibt es zwei überladene Methoden, die heißen exakt gleich. Die eine ist const bufferref und die andere ist buffer doppelref. Das ist das gleiche wie hier unten. Ja? Der Konstruktor einer Klasse gibt es zwei Varianten, nämlich einmal mit constref und einmal mit doppelref. Und je nachdem wird die eine oder die andere aufgerufen. So wie hier bei unserem RealSend. Deswegen ist ein Beispiel und das finde ich, erleichtert einem das Verständnis dann, je nachdem, was man passiert. Denn wenn ich hier sowas schreibe wie hier unten, ist es genau der gleiche Overload-Switch. Ja? Mhm. Denn rechts steht ein R-Value, links steht der Buffer, der Konstruktor wird aufgerufen. Und der R-Value-Konstruktor wird aufgerufen und nicht der andere. Okay, wieder verstanden. Ja? So, das Schöne ist, jetzt gibt es noch eine, jetzt wird es lustig. Es gibt eine Methode, die hier quasi entscheidet, je nachdem, ob das Argument R-Value oder L-Value ist. Man kann das auch mit Methoden machen. Wir schreiben uns mal eine schöne Testmethode. Eine Testmethode, die was Schönes ausdruckt, nämlich Test. Und jetzt gibt es eine Möglichkeit, auch hier zwischen R-Values und L-Values zu unterscheiden. Nämlich je nachdem, ob this ein R-Value oder ein L-Value ist. Und das macht man, indem man interessanterweise hinter die Methode ein ref oder ein doppelref hinschreibt. Jetzt wird's weird. Hat das jemand schon mal gesehen? Okay, jetzt sind nur noch vier Hände. Hm? Noch nie? Okay. Erstmal nochmal Demo. Der B1 ist ein L-Value. Wenn ich hier Test aufrufe, wird genau eine Methode nämlich aufgerufen, nämlich Test L-Value Test, Test L-Value, nämlich die hier mit einem Ampersand. Jetzt, wenn ich ein temporäres Temp-Buffer mache und darauf Test aufrufe, wird der andere aufgerufen, R-Value This. Hier, nochmal da oben. Braucht man sowas? Ja, man braucht sowas. Ab und zu braucht man sowas. Nur wenn man das irgendwo sieht, jetzt könnt ihr damit angeben. Ja. Also man darf sowas hier nicht schreiben, weil das ohne Ampersand ist quasi die Variante, wo die beides captured, die beides akzeptiert. Ja? Ich habe das kennengelernt, als ich eine lustige SQL-Library geschrieben habe, wo sozusagen ein Query erzeugt wurde. Und dann, nachdem das Query erzeugt wurde, wurden lauter Sachen quasi die Parameter an die Query gegeben. Und dieses Query durfte nur einmal existieren. Und das durfte auch immer nur ein Temporary sein, denn wenn in dem Moment, in dem das Query-Objekt zerstört wird, wird es executed. Ja? Und dadurch hattest du sozusagen mit diesen Double-Ref-Methoden hast du die Sicherheit, dass du immer nur Temporary-Objekte bearbeitest. Das ist vielleicht das, was mein Clou dahinter ist. Okay, wir kommen nirgendwo hin, Jungs. Ja? Also wir sind... Bitte? Ja. Ja, klar. Ja, klar. Ja. Und das ist im Prinzip das, was man dann, sowas geht dann nicht mehr. Ja? Okay, ja, den müssen wir schneller. Returnen von meinen schönen Buffern. Wenn ich jetzt irgendeine Methode habe, die Buffer erzeugt, wie returne ich die? Ganz wichtig hier, also ich habe meinen Buffer B2, das Ergebnis von MakeBuffer. Geht das? Ja. Einer schüttelt, andere ja. Warum? Manche Leute sind versucht, hier jetzt ein STD-Move hinzuschreiben. Und das sollte man tunlichst meiden und tunlichst nicht tun. Und merken kann man sich das dabei, dass dieser Buffer, der hier quasi zurückgeliefert wird, keinen Namen hat. Ja? Denn der wird implizit durch Copy, Elision und so weiter, ich merke mir, das ist ein implizit, das hier ist ein R-Value, was zurückgeliefert wird. Macht ja auch Sinn. Hier so ähnlich wie Square Root, ja? Einen temporären Integer oder einen temporären Buffer geliefert, auch das funktioniert. Ja? Quasi der B1... Das Ergebnis hier, der B1, wird automatisch zum R-Value dadurch, dass es zurückgeliefert wird. Die Compiler-Bauer mögen hier jetzt... Der verliert seinen Namen, weil die Funktion... Im Prinzip, ja. Die Compiler-Bauer mögen jetzt disagreeen. Das ist bestimmt komplizierter, aber so merke ich mir das. Also wenn B1 nur die Compiler-Bauer... Mehr wollte ich dazu auch nicht sagen, denn jetzt kommen die Universal References.
jetzt wird es nochmal weirder. Und Modify Buffer heißt das jetzt. Buffer. Okay, jetzt möchten wir im Prinzip unseren schönen Buffer einer Template-Funktion übergeben, aus irgendwelchen Gründen, was weiß ich warum. Und auch bei den Template-Funktionen gibt es jetzt diesen Doppelref. Und dieser Doppelref hat verwirrenderweise absolut nichts mit diesem Doppelref hier zu tun. Und das doch, ist die. Doch, hat es, ich weiß. Genau. Scott Myers sagt, das hat nichts damit zu tun. Das ist nämlich die Art und Weise, wie man den Knoten im Kopf irgendwie ein bisschen weniger. Okay, ich merke mir das so, das ist eine, laut Scott Myers, eine Universal Reference. Das ist etwas komplett anderes, denn das captured so ziemlich einfach alles. Ja? Geben wir dieser schönen Methode mal unseren Buffer. Und dann überlegen wir uns, denn wir haben ja so eine tolle Testfunktion, die ich hoffentlich oben nicht gelöscht habe, die uns nämlich sagt, ob nämlich this ein R-Value oder ein L-Value ist. Deswegen rufen wir jetzt einfach mal auf dem Value unsere Testmethode aus. Oh je. Um nämlich festzustellen, ob das ein L-Value oder ein R-Value ist. Ist es ein L-Value? Wie können... Value hat einen Namen, richtig. Es ist ein L-Value. Okay, soweit so gut. Ja, wir können also wir können insbesondere unseren Non-Copyable Buffer hiermit capturen. Ja? Und innen drin ist es ein L-Value. Es ist also im Prinzip äquivalent zu dem da oben. Boah, soweit so gut. Was passiert, wenn wir dem jetzt hier einen R-Value geben? Ich schreibe R-Values irgendwie ganz gerne so, weil mir dann irgendwie klar wird, dass es hier tatsächlich ein temporäres Gerät. Das ist nochmal ein L-Value. Gut. Eigentlich noch immer äquivalent zu oben. Wie kriegen wir das innerhalb dieser Methode zu einem L-Value? Offensichtlicherweise so. Ja? Jetzt ist nämlich das Value-Ding wieder ein R-Value geworden. Worauf will ich hinaus? Das Problem an der Geschichte ist, wenn ich jetzt beispielsweise RealSend aufrufen will und Value aufrufen. Das ist jetzt das Problem des Perfect Forwarding. Ja? RealSend habe ich oben zwei Varianten. Ja? Also die eine Variante, die den R-Value nimmt und die andere Value, die den L-Value nimmt. Ich möchte aber in meiner Template-Funktion quasi den Typen weitertragen. Denn von außen ist sozusagen in meiner API-Schicht, die API-Schicht wurde quasi aufgerufen mit einem Buffer, der movable ist und den möchte ich auch weiter moven. Und da kommt dieses seltsame STD-Forward ins Spiel. Machen wir mal das hier weg. Und STD-Forward ist quasi die Lösung zu dem Problem, festzustellen, ob diese Template-Funktion mit einem L-Value oder mit einem R-Value aufgerufen wurde. Ich mache hier mal zwei Aufrufe hin, damit man das irgendwie sieht. Ja? Das erste ist ein L-Value-Aufruf, das zweite ist ein R-Value-Aufruf. Das sieht man daran, dass hier nicht, dass beides L-Value-Aufrufe sind. Und das Problem ist, ich möchte jetzt quasi unterscheiden, jetzt sind es beides R-Value-Aufrufe. Wie kriege ich den Unterschied hin, um dann nachher quasi mein RealSend mit der richtigen Sache weiterzugeben? Und da, die Lösung dazu ist STD-Forward. Und ich möchte nicht darauf eingehen, was STD-Forward ist. Das ist... Nein, danke. Aber was das im Prinzip macht, ist in diesem Beispiel jetzt genau das, was wir wollen, nämlich L-Values als L-Values erhalten und R-Values als R-Values erhalten. Und deswegen sieht man, dem STD-Forward muss man insbesondere diesen Typen immer mitgeben. Ja? Und deswegen sieht man in solchen Funktionen oder sollte man in solchen Funktionen sehen, wo so ein Doppel-Ampersand mit TypeName drin, also eine Template-Funktion mit einem Doppel-Ampersand, sollte tunlichst irgendwo ein STD-Forward drinstehen. Sonst hat derjenige es nicht verstanden. Und jetzt kann ich im Prinzip mein RealSend aufrufen mit dem, was da drin steckt. Und gebe dem RealSend weiter die gleiche Art und Weise des Objektes. Okay? Dazu ist STD-Forward und STD-Forward ist zu nichts anderem. Und STD-Forward ist auch nicht zu, also Move kann nicht STD-Forward ersetzen, wie ihr gerade gesehen habt. Ja? Okay. Hat es jemand verstanden? Sehr schön. Okay. Das heißt Perfect Forwarding. Ja? Forwarding. Ja.
Forwarding, das hat er erfunden? Sehr schön. So. Ja. Kann man das Forwarding in irgendeiner sinnvollen Form benutzen, wenn es keine Komplexität? Nein. Fertig. Alle anderen STD-Forwards sind irgendwie völlig sinnlos. Okay, noch ein paar. Ich werde wahrscheinlich abkürzen müssen. Wie lange wollt ihr noch da sitzen? Noch ein paar Warnungen. Was hier tatsächlich noch fehlt, ist der Move Assignment Operator und zwei ganz wichtige Stellen, nämlich das hier, No Except. Ja? Das sollte man im Prinzip immer dorthin schreiben, solange der Move Operator, ja danke, das sollte natürlich da dazwischen stehen, das gehört hier hin, weil normalerweise schreibe ich die Zeilen natürlich auch so. Es gehört hinter den Konstruktor, um eben das Problem insbesondere im STD-Vektor zu lösen. Wenn der STD-Vektor sich quasi verdoppelt, resized, werden die Objekte da hin und her gemoved. Und wenn man feststellen kann, dass diese Move-Operation keine Exceptions hat, kann man irgendwie weniger Code erzeugen, um diese Exceptions abzuwerfen. Denn wenn irgendwie beim Move ein Exception passiert, dann müsste der Vektor sich quasi zurückschaufeln, um irgendwie wieder einen konsistenten Zustand zu haben. Das ist die Erklärung. Die lange Erklärung, schreibt einfach an alle Move-Konstruktoren ein No-Except, es sei denn, ihr schafft es darin, eine Allokation zu machen, denn da kann es accepten. Aber das ist schon wirklich schwierig. Okay. Das geht. Okay. Es gibt das Pärchen, also das ist Copy-Konstruktion und Copy-Assignment. Es gibt auch die Move-Assignment. Und da mir das zu lang war zu schreiben, habe ich mir das vorbereitet. der hat eine ähnliche Syntax wie da oben, nur dass hier eben der Doppelref steht. Ja? Und der muss sich tatsächlich was überlegen, denn er muss tatsächlich wie jeder gute Assignment Operator erstmal gucken, ob ich mich in mich selber hinein assigne, weil sonst ist der Movement schwierig und dann muss er sich selber deleten und den anderen hineinmoven. Mehr passiert hier nicht. Ja? Der war etwas zu lang. Okay, beide sollten wie Copy-Konstruktion und Copy-Assignment in Pärchen auftreten. Das heißt, wenn ihr den einen habt, habt ihr hoffentlich auch den anderen. Okay. Genau, das sind die Sachen. Wollt ihr lieber weirde Sachen und am Ende Variadic Templates weniger? Okay, in der Netzwerkschicht packen wir unsere Buffer in Lambda-Captures hinein. Das ist das nächste Problem. Und zwar haben wir im Prinzip in der Netzwerkschicht so eine Art Queue, das ist so eine Queue, die im Prinzip lauter Lambdas enthält, die einfach void. Okay, langsam kompliziert. Das sind einfach Funktionen, die aufgerufen werden, dann wenn quasi die Netzwerkschnittstelle frei ist und die können senden und receiven oder eben machen, was sie wollen. Im Prinzip eine allgemeine Queue von Operationen, die aufgerufen werden. Und jetzt schreiben wir mal ein Lambda, das wisst ihr hoffentlich, wie das Lambda-Syntax ist. Man hat seinen Capture, man hat seine Operation und man ruft dann den Lambda irgendwie auf. So, und das Ding ist, in dieser Operation möchte ich jetzt quasi meinen Buffer hineintun, denn der Lambda bekommt quasi Ownership des Buffers, weil in dem Moment, in dem quasi die Netzwerkschnittstelle frei ist, wird das Lambda aufgerufen, der Buffer soll rausgeschickt werden, Buffer soll deleted werden. Das heißt, das Lambda-Objekt selbst besitzt den Buffer. Und das machen wir, indem wir hier unseren Buffer genau, und die Frage ist, wie kriegen wir jetzt, ich lösche mal ein bisschen was hier, wie kriegen wir unseren Buffer B1 hier hinein? Und wir könnten jetzt hier natürlich Send aufrufen. Ja, machen wir das doch einfach. Rufen wir einfach Real Send auf. So. Funktioniert das? Nein, das funktioniert nicht, denn jetzt wird's tricky. Warum funktioniert das nicht? Denn das hier ist in der Capture, wenn nichts dabei steht an Symbolik, dann ist es ein Copy by Value. Und mein Buffer ist nicht kopierbar. Geht nicht. Nächste Lösungsmöglichkeit. Wir schreiben so wie alle Leute das so. Und alles geht kaputt. Warum? Das funktioniert zwar, es compiled zwar, und das ist das Gefährliche an den Capturen. Das Problem ist, das Lambda in der Netzwerkschicht sollte natürlich, der Buffer außen wird deleted, bevor der Send quasi passiert. Wenn ich jetzt
kann ich meinen Buffer hier deleten? Machen wir das. Okay, das ist schwierig. Egal. Also das Ding ist, der Buffer wird außen konstruiert, wird der Netzwerkschicht übergeben, aber dadurch, dass hier ein Ref B steht, ist das nur eine Referenz drauf. Der Buffer bleibt außen, wird möglicherweise deleted und dann geht, in dem Moment existiert der quasi nicht mehr, wenn dann die Netzwerkschnittstelle frei ist. Machen wir gleich. So, das Problem, also die richtige Lösung, die dann irgendwie dann funktioniert hat, ist das da hier. Ja? Denn dadurch wird, das ist so die nächste Stufe nach den normalen Captures in Lambdas, ist das hier ist die Generalized Lambda-Syntax, Capture-Syntax. Hier wird quasi, ich kann hier sozusagen Objekte erzeugen, also Variablen erzeugen und gleich irgendwie zuweisen. Und warum die den gleichen Namen haben? Die müssen nicht den gleichen Namen haben, die heißen im Prinzip so. Ja? Wer weiß denn, was ein Lambda genau ist? Ja, was ist denn Lambda-Äquivalent? Ist ein Funktor. Und das war mir auch zu viel zu schreiben. Das hier ist so die lange Version eines Lambdas. Long version of a Lambda ist ein Funktor. Also Leute, die vielleicht nicht so lange dabei sind, ein Funktor ist nichts anderes als eine Klasse, die einen Operator Klammer auf, Klammer zu hat. Denn der kann aufgerufen werden. Also ein Objekt des Funktors kann aufgerufen werden. Und das ist jetzt tatsächlich äquivalent. Das ist der untere Lambda, der quasi ein temporäres, in den der Buffer hineingemoved wird. Okay, fangen wir nochmal an. Ein Lambda besteht aus mehreren Teilen. Es besteht aus der Capture-Anweisung, das ist, was zwischen den eckigen Klammern steht. Es besteht aus der Closure, das ist, was der Objektzustand eines Lambdas ist. Das sieht man hier oben am Funktor, das ist im Prinzip alle Variablen, die hier drin sind, in der Klasse. Und das besteht aus aus den Methoden, die der Funktor hat, nämlich Klammer auf, Klammer zu und Konstruktion. Ja. Okay, das ist äquivalent. In dem Sinn, dass ich hier meinen Buffer bekomme als Konstruktion und dann eben speichere in meiner Closure und dann aufgerufen werden kann. Okay, soweit, so gut. Alles wunderbar. Jetzt, das nächste Problem ist, wir müssen diesen Lambda, so wie der da steht, das ist quasi der Send-Lambda, als STD-Function speichern. Und alle Anfänger schreiben dann sowas, STD-Function, void, Klammer auf, Klammer zu, das wissen wir nämlich, dass dieses Lambda, was hier hinten drin ist, einfach void zurückliefert und keine Argumente hat. Deswegen sollte das einfach als STD-Function speicherbar sein. Ist es nicht. Warum ist es nicht? Und jetzt kommen die richtigen Weirdnisse raus. Richtig. Jemand weiß es. Ich habe einen Tag lang gesucht. Ja, gibt es auf Stack Overflow die Antwort. STD-Function verlangt von der enthaltenen Function ein copyable Closure zu haben. Und damit ist man hier, hat man ein größeres Problem, weil mein Buffer ist non-copyable. Trotzdem will ich die irgendwie in meiner Netzwerkschicht sozusagen als Queue haben. Jetzt wird es schwierig. Lösungsmöglichkeiten. Nun, man gibt das Konzept des Non-Copyable Buffers auf. Das war das Erste, was ich probiert habe. Das war dann keine gute Idee. Reference ist auch keine gute Idee. Es ist schwierig und es ist im Prinzip nicht lösbar. Es sei denn, man schreibt seine eigene Klasse dazu oder man kopiert das Zeug irgendwie aus dem Netz zusammen und das heißt, dann ist Delegate, das ist irgendwie Teil von unserer Library dann und die erlaubt einem dann zu capturen. Ja, zu capturen und danach auch auszuführen. Oh mein Gott. Wenn ihr mal Spaß haben wollt und die weirdesten Sachen angucken wollt, die es so gibt, dann könnt ihr mal den Delegate angucken. Ja, das enthält dann solche Methoden. Man guckt am besten nicht hinein, man verwendet es einfach. Sieht sehr harmlos aus. Ja? Und warum wollen wir überhaupt diese Lambdas in der Queue haben, wenn das so kompliziert ist? Genau, was waren die Alternativen nochmal? Ich mache den Buffer kopierbar. Ja, okay. Das Problem ist im Prinzip gewesen, ich habe so eine Queue an Sende- oder Receive-Operationen. Ja? Send- und Receive-Operationen. Und die besitzen quasi den Buffer. Ja? Das ist die schöne objektorientierte Art und Weise, sowas zu programmieren. Und sowas sollte gehen.
Okay, noch eine kleine Sache, nachdem das Keyboard mutable vorher im Spiel war. Wir rufen mal Test 1 auf. Und Test 1 habe ich jetzt tatsächlich... ach Gott. So, habe ich vorher gelöscht. So, Test 1 hatte keinen const qualifier hinten dran. Deswegen könnte Test 1 die Funktion ändern und dann meckert er, passing const buffer as this argument disqualifies const qualifier. Also eine Methode, wie kann ich in einem Lambda eine Methode aufrufen, die diese Objekte, die in der Closure drin sind, verändert? Die Antwort ist, so wie es aussieht, nein. Und dann gibt es das seltsame Keyword, das man hier hinten hinschreibt, das Mutable, was in anderem Kontext die andersten, seltsamsten Sachen macht. Aber in diesem Kontext macht es den Closure Mutable. Und damit kann ich nämlich meine seltsame Funktion aufrufen. Was extrem nützlich ist, insbesondere in einer Netzwerkschicht, die halt Daten, die schließlich den Buffer raussendet und danach eben deletet. Ja? Okay, also es gibt Mutable Lambdas, die kann man hier hineinspeichern. Okay. Einige Leute verzweifeln. Wir gehen jetzt wieder zu einfacheren Dingen, glaube ich. Genau, ich habe hier immer noch so ein paar Warnungshinweise, glaube ich, die ich sagen wollte, aber... Das ist nur so als Frage von meiner Seite. Ist das jetzt einfach entstanden, weil ihr diesen Weg gegangen seid? Und habt ihr mal geguckt, wie weit ihr damit kommen kann? Oder ist das wirklich eine ganz knallharte Designentscheidung gewesen, um ein also Ziel die, zu erreichen? Weil die Designentscheidung, dass der Buffer non-copyable ist, führt... dann irgendwann mal dahin. Und diese Designentscheidung habe ich zwischendrin tatsächlich ab und zu aufgegeben. Aber es funktioniert am Ende. Der ist noch immer jetzt wieder non-copyable. Und das ist auch wichtig, ja? Ich meine, das ist die ganze Speicherverwaltung. Ja? Ja? Okay, mutable Lambdas. Also wer mal Spaß hat, sucht mutable Lambdas in Thrill. Gibt es einige. Okay, es gibt hier noch eine Warnungshinweise, den ich unbedingt haben wollte. Diese ganze Move-Konstruktionssache ist sehr, wir haben viele Debugging-Stunden damit verwendet, oder ich habe auch viele Debugging-Stunden verwendet, um danach festzustellen, mein Move-Constructor oder mein Move-Assignment-Operator hat eine Variable vergessen. Das ist eine riesen Fehlerquelle, die riesen lange Debug-Stunden mit sich zieht, denn man stellt dann auch einmal fest, warum verändert sich mein Objekt nicht hier in dieser Stelle? Und das sollte sich eigentlich und überhaupt. Diese Funktion zu schreiben ist sehr, sehr fehleranfällig. Man macht nachher noch ein Attribut dazu, vergisst hier alles anzupassen und schon hat man den Salat. Ja? Deswegen ist mein Advice hier diesbezüglich, diese Funktion nicht explizit hinzuschreiben, sondern wenn irgendwie möglich, diese als Default zu markieren. Neue Syntax, weirde Syntax, man kann ist gleich Delete oder ist gleich Default hinschreiben. Man muss das sogar und in dem Sinn weist man hier den Compiler an, die Default-Move-Konstruktion selbst zu übernehmen. Im Falle des Buffers geht das jetzt natürlich nicht, ja, weil da müssen Dinge passieren. Aber wenn man es irgendwie schafft, wenn man eine größere Struktur hat, die man movable machen möchte, dann sollte man versuchen, dies quasi zu zerlegen. Ja? Man sollte tunlichst versuchen, man versucht quasi dann Teile der Attribute in andere Objekte auszulagern und darin dann die Move-Konstruktion und Assignment zu erledigen und dieses Objekt quasi einzubetten in das große Objekt. Und dann den Compiler die Default-Sache machen zu lassen. Okay? Du nimmst mir den ganzen Wind aus den Segeln. Dieser ganze Buffer, kann man viel schöner schreiben, indem man hier einen Unique Pointer reinmacht. Ja, danke. Ja. So. Okay, dieser ganze Buffer ist eigentlich irgendwie nichts anderes als ein Unique Pointer Char. Okay, mit einer Größe natürlich noch dabei. Der Unique Pointer, also der Unique Pointer ist das, was dann in den ganzen C++11-Anweisungen irgendwie ganz oben steht. Verwendet den unbedingt. Die ganzen Regeln, die wir hier gesehen haben mit Move und so weiter, der Buffer ist nichts anderes als ein Unique Pointer. Nur irgendwie hat der unglaublich viel mehr Syntax und spitze Klammern und so Zeug, sind gefährlich aus.
Genau, also wenn ihr jetzt mit Unique Pointern zu tun habt, denkt an den Buffer, das ist das Gleiche. Damit kommt er dann zurecht. Ja? Okay. Ich glaube, das waren alle Warnhinweise. Gibt es Fragen zu Move Semantics? Sollte man Send 4 oder Send 1 verwenden? Ich finde es eine interessante und große Diskussion für nach dem Vortrag. Sollte man seine Methoden neuerdings so schreiben, mit R-Value References oder mit Call-by-Values? Ich würde es tatsächlich vertagen wollen. Ja? Diskutieren wir nachher drüber. Merkt es euch. Ich persönlich schreibe immer noch Constref überall hin. Alte Gewohnheiten. Okay, nächstes Thema. Das nächste Thema, was tatsächlich sehr schnell abgehandelt wird, sind Virtual Functions und Override und Finalize. Das hat nichts mit der Virtualität jetzt zu tun. Ist aber hübsch. Es gibt zwei neue Keywords oder Context-Sensitive Keywords. Es gibt zwei neue Keywords, die heißen Override und sowas und Final. Und die gehören, die sind extrem wichtig. Ja? Also die sollte man immer verwenden, wenn man sie verwenden kann. Kleines Beispiel dazu haben wir mal vorbereitet. Alles mal größer. Und insbesondere benutzt man Override und Final in so typischen Vererbungsbäumen, wie man sie aus anderen seltsamen objektorientierten Sprachen kennt. Und hier ist ein Beispiel. Das ist einfach eine File und meine Standard-File leitet davon ab. Und in alten Zeiten, also die File hat irgendwie eine virtuelle Methode namens write, in alten Zeiten hat man die auf diese Art und Weise überladen. Man schreibt einfach virtual hin, man musste nicht mal virtual hinschreiben. Man hat überschrieben, danke, nicht überladen, ja, also das virtual überschrieben. Und genau, und dadurch habe ich jetzt mein virtual quasi überschrieben. Danke. Und erst dann macht die STD-File. Und was in alten Zeiten eben dann häufig passiert ist, ist, manche Leute würden dieses Write eher als Write-Line bezeichnen. Und dann hat man ein Problem, weil dieses Write-Line überschreibt das obere Write nicht mehr. Wie man sieht, wenn man das ausführt. Weil mein anderes Programm kaputt ist. Machen wir das mal alles wieder weg. So. Okay. Write hat nämlich keinen Output jetzt. Entschuldigung. Write hat keinen Output, weil meine obere Write-Funktion hat irgendjemand nicht gewusst, was ein Pure Virtual ist und hat so implementiert. Das Problem ist alt und bekannt, dass hier keine Fehlermeldung passiert, dass insbesondere auch in dieser Variante keine Fehlermeldung vom Compiler geworfen wird. Man hat auf einmal zwei Virtuals stattdessen. Und Gott sei Dank hat C++11 jetzt Override, das kann man hier hinten hinschreiben. Und in dem Fall gibt es halt die Compiler-Fehlermeldung Override does not override. Ja? Marked Override but does not override. Und bitte schreibt überall in Zukunft an virtuelle Funktionen, die overriden sollten, ein Override hin. Es gibt kein Excuse, das nicht zu tun. Ja, diesen Excuse gibt es bald nicht mehr. Doch, den gibt es noch leider. Und es gibt das, neben Override, gibt es das schöne Keyword namens Final. Das kann man hier hinten hinschreiben. Man kann auch irgendwie Override Final hinschreiben. Override Final. Und am besten noch Virtual Override Final. Aber das ist alles irgendwie zu viel des Guten. Also, das geht schon. Wenn man die Funktion dann tatsächlich auch Write nennt. Danke, lieber Compiler. Aber das ist irgendwie alles viel zu viel des Guten, denn Final impliziert Override und Override impliziert Virtual. Okay? Also deswegen im Prinzip sowas reicht, alle Virtuals override. Also alle Virtuals, die irgendwo overriden, override. Final macht das, was hier steht. You shall not override. Final tut in der Vererbungshierarchie einen Schlussstrich setzen unten. Diese Methode kann in weiterer Vererbung, ich habe jetzt kein Beispiel, also man könnte STDIO-File noch ableiten in irgendwas anderes. Und diese Methode kann dann nicht mehr überschrieben werden. Man kann da noch weitergehen. Man kann die ganze Klasse final machen. Das schreibt man tatsächlich an diese Stelle. Und dann kann diese Klasse nicht mehr abgeleitet werden.
nützlich? Ja. Aber auch, es liefert tatsächlich auch Performance-Vorteile. Und das möchte ich euch tatsächlich jetzt zeigen, obwohl die Zeit so weit fortgeschritten ist. Denn... Ja, danke, gleich. Ja. Denn wir werfen das hier mal in den netten Online-Compiler, den ihr hoffentlich alle kennt, und gucken mal, was mit diesen beiden Aufrufen, also einmal, ja, ich sollte das vielleicht erklären, hier wird halt ein Objekt konstruiert und einmal wird write aufgerufen auf dem Objekt, was bereits, was Standard.io-File noch kennt. Dann wird dieses Objekt in einen File-Stern, also einen File-Pointer, hochgecastet, ja, und nochmal aufgerufen als Q. Das ist das Beispiel. Und der Witz ist, in dieser Stelle, wenn man hier einen Final hinschreibt, dann weiß der Compiler, dass diese Methode, also dieser Methodenrumpf, dieser Virtual Overload, Override, an dieser Stelle aufgerufen wird und kein anderer kann diesen nochmal overriden. Ja? An dieser Stelle weiß er es nicht, denn File ist File und da muss er in die Virtual Table reingucken, was denn jetzt an dieser Stelle tatsächlich dann drinsteht. Es kann alles möglich sein. Okay, gucken wir uns das hier mal im Code an. Jetzt wird es gefährlich. Irgendwo hier stehen die Aufrufe. Wer hat denn schon mal mit sowas gearbeitet? Ja, es werden ganz wenige. Sollst vielleicht auf die Bühne noch ein bisschen einschalten? Nee. Das ist die Stelle. Hier wird irgendwie die Standard-File konstruiert. Hier, das hier ist der Virtual Function Call. Da steht Call einen Register-Inhalt. Dieser Registerinhalt wird hier oben irgendwo rausgeholt, ist mir nicht so wichtig wo, aber an dieser Stelle steht im Prinzip die Funktion, die aufgerufen wird. Das ist die Virtual Function in Direction, die ihr hier da seht. Ja, wir gehen heute richtig tief rein. Wenn ich hier jetzt ein Final hinschreibe, dann müsst ihr das gleich updaten. Ihr habt euch vorher gemerkt, da stand Call Register und jetzt steht Call Directly stdfile Doppelpunkt Write, weil an dieser Stelle weiß er das. Wenn ich hier nur einen Override hinschreibe, reicht das natürlich nicht, denn in der Vererbungshierarchie könnte eine Klasse danach noch kommen und den Virtual Function Pointer ersetzen. Deswegen steht hier wieder Call Registerinhalt. Wenn ich die ganze Klasse Final mache, dann geht das natürlich auch. Ist egal, ob da jetzt Override oder Virtual oder whatever da drin steht, weil Klasse Final, basta sense. Lange Rede, kurzer Sinn. Kurzer Einblick in die tieferen Schichten hier. Sollte man Final verwenden? Das ist gefährlich. So, da sind geteilte Meinungen. Alle, die jetzt sind objektorientierte Sprachenthusiasten, die möchten nämlich, dass im Prinzip alle Klassen, die man jemals macht, irgendwie verbessert werden können und ableitbar sind und bleiben, sodass ich alle Virtuals irgendwie ersetzen kann. Das ist, was man in objektorientierter Programmierung lernt. Und deswegen, im Prinzip sollte man nur Finals machen, dann, wenn es Final ist. Ja. Ich mache Finals in allen meinen privaten Projekten, weil ich kann ja schließlich einfach dahergehen und das Final ersetzen. Tue ich auch, klar. Aber in dem Moment, in dem es irgendwelche Public-Klassen sind, sollte man vielleicht doch Override verwenden. Ja, um den anderen Leuten quasi das Leben nicht unnötig schwer zu machen oder unmöglich zu machen. Okay, meine eigenen Sachen mache ich eben Final, weil es eigentlich ganz nett ist, wenn man hier innen drin nämlich quasi eine andere Methode aufruft, die dann auch Final ist, wird das quasi dann optimiert, wie ihr gerade gesehen habt. Ja? Und das passiert häufig. Ja? Also wenn man in einem Final-Methode eine andere Methode aufruft, dann weiß der Compiler. Dadurch, dass das die letzte Klasse in dieser Instanz ist, in dieser Vererbungshierarchie, Ende Gelände. Kann optimieren. Willst du das wirklich sehen? Ja, ich will es sehen. Ich finde nämlich die Methodenaufrufe nicht mehr. Exakt, weil sie weg sind. Es ist nämlich tatsächlich so, wenn ich hier Final hinschreibe, dann kann der Compiler, man kann ja da draufklicken. Ich habe nämlich extra das Beispiel so geschrieben, dass hier printf steht. Der printf ist hier tatsächlich jetzt geinlined. Hier unten ist der Call in des Virtual Function Pointers und hier ist der printf geinlined. Okay? Okay. Alles overriden.
Final seltener verwenden. In privaten Projekten so viel wie ihr könnt. Es gibt auch die, wie vorher gesagt, es gibt Compiler-Flex, die einen dann sagen, wann man Finals einsetzen kann. Das raised sozusagen Warnungen an einigen Stellen. Hier könnte man Final machen. Die alten, älteren Clangs haben einige Flex, die zu viel warnen. Ja, die sagen im Prinzip an jeder Stelle, hier könnte man Override hinschreiben, hier könnte man Final hinschreiben. Es gibt neuere, ich glaube der GCC 6 oder sowas macht das, der schreibt, stattdessen kann man irgendwie aktivieren, dies ist ein Function Call, den ich optimieren könnte, wenn du an diese Stelle Final schreibst. Und das ist das, was man eigentlich haben möchte. Nichtsdestotrotz muss man selber noch den Kopf einschalten und bitte nicht überall dort Final hinschreiben, wo der GCC sagt, ich hätte gerne Final. Weil der hat im Prinzip nicht den Überblick über das gesamte Projekt, sondern nur über eine Source-File. Alle outen sich hier als Compiler-Bauer. Linker-Bauer. Okay, nächstes Thema. Variadic Templates. Variadic Templates machen das, was in C++ messy ist, im Prinzip noch messier. Variadic Templates ist aber eigentlich ganz einfach zu verstehen, wenn man Rekursion verstanden hat. So, jetzt kriege ich das richtig hin. Das Problem aber an Rekursion ist bekanntlicherweise, dass man erst Rekursion verstanden hat, wenn man Rekursion verstanden hat. Und das Problem hauptsächlich bei Rekursion zu verstehen, also bei Variadic Templates ist das größere Problem das Unpacking. Okay, ich sehe schon, jetzt schreiben wir ein paar Variadic Templates. Und diesmal fangen wir tatsächlich bei Null an. Das erste Variadic Template, das wir machen, ist eigentlich ganz cool und einfach. Das wird einfach so ein Printf, Print, ein Variadic Printer sein. Und für eine, also eine Print-Methode, die, ja, ich bin altmodisch, ich schreibe constrefs hin, weil ich möchte bei meinem Print nichts verändern. Und wir können ja schönerweise mit Code so ziemlich alles printen, was printable ist. Ja? Und deswegen, das ist so die Funktion, die einen beliebigen Typ nimmt und diesen beliebigen Typ cheatet und den printet. Wir können also 42 hier beispielsweise printen. Entschuldigung, jetzt müssen wir kurz compilen und ausführen, damit ihr mir glaubt, dass da 42 ausgeprintet wird. Da haben wir die 42. Okay, so weit, so schön. Und jetzt machen wir ein Variadic Template draus. Und ich muss euch jetzt, ich fürchte, ich muss euch da einfach erschlagen mit der Syntax. Und zwar machen wir packen wir quasi wie in dem hübschen Bild davon vorher, schreiben eine Funktion, die beliebig viele Typen nimmt, aber den ersten abspaltet. Und das sieht folgendermaßen aus: Value 1 und jetzt wird es interessant. Diese drei Punkte hintereinander heißen die Ellipse oder Ellipsis. Bitte? Habe ich noch ein S vergessen. Danke, ja, das ist nämlich nicht der gleiche. Nix return. Und das ist die Syntax, um eine Funktion zu schreiben, die einen und beliebig viele mehr Parameter nimmt. Und zwar von beliebigen Typen. Ja? Diese Punkte stehen an verschiedenen Stellen, diese Ellipsis. Die stehen einmal hier oben in der Template-Definition zwischen Type-Name und einem Typennamen, also zwischen Type-Name und Typennamen, steht hier unten zwischen einem Typennamen, in dem Fall constref, Typ, Punkt, 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 und dann der Parametername. Ja? Und jetzt gibt es noch die dritte Variante, dass ich sie nämlich innen drin verwenden muss. Und wir lösen unser Problem, unser Print-Problem, indem wir Print uns selber aufrufen und dann uns den Rest auch noch printen. Und das ist das generische Beispiel, wie man rekursiv sich selbst aufruft. Was macht man? Man hat, machen wir ein Beispiel. Und jetzt kann ich hier an dieses printf beliebige Typen hinschreiben. Fällt nichts anderes mehr ein. Und er printet eins nach dem anderen. Indem die viertuplige Variante gematcht wird, geguckt wird, welche Funktion passt. Und tatsächlich passt diese hier mit 1 und beliebig vielen Argumenten.
dann wird in dieser Funktion das erste benannt und abgespalten, nämlich als Value. Geschickterweise habe ich den einfach dann oben aufgerufen. Und rekursiv wird dann print für den Rest aufgerufen. In dem Fall sind es halt nur noch drei Argumente. Und nichtsdestotrotz wird der hier aufgerufen, rekursiv. Okay? So, nochmal. Es gibt diese Punkt-Punkt-Punkte. Lustigerweise gibt es diese Punkt-Punkt-Punkte schon länger. Nämlich in C. Da gibt es alte C-Hasen, erinnern sich vielleicht an die Signatur von printf. Die sieht nämlich so aus. Das hat aber eine ganz andere Bedeutung. Und mit dem Punkt, Punkt, Punkt in C++, ich glaube 11, ja, hat man diese Punkte, die hier in dem alten C zu allerlei bösen Dingen missbraucht wurden, schöner gemacht. Und diese drei Punkte stehen nochmal an verschiedenen Stellen. Hier oben definiere ich Types als Parameter Pack, nennt sich das, oder als Variadic Template Parameter, in dem Sinn, dass beliebig viele Typen da stehen können. Hier unten, tatsächlich können das auch 0 sein. Und dann... Probieren wir gleich. Ne? Gute Idee. Ja? Hier steht es zwischen Typen, also zwischen Typ und Argumentname. Also man muss sich so ein bisschen gucken, was rechts und links steht. Und definiert quasi Rest als den Parameter Pack. Und hier unten steht es nach einer Variable, beziehungsweise nach einem Ausdruck gleich. Und das expandiert diesen Parameter-Pack in beliebig viele Argumente. Also nicht beliebig viele, aber in die vorher übergeben wurden. Ja? Machen wir gleich noch. Alles gleich noch. Man kann unglaublich viele Sachen mit diesen Parameter-Packs machen. Das ist das einfachste Beispiel. Und wenn man sowas entwickelt, fängt man am besten mit dem einfachsten Beispiel an. Okay. Ich persönlich finde diese, machen wir mal eine Funktion, also print ist das kanonische Anfangsbeispiel, machen wir mal lieber eine Testfunktion, die jetzt im Prinzip mit beliebigen Funktionen, beliebigen Argumenten umgehen muss. So, Template, Type, nee, Punkt, 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 Types. Es gibt Leute, die schreiben den Punkt, Punkt, Punkt mit Leerzeichen, es gibt Leute, die schreiben den Punkt, Punkt, Punkt da, Leerzeichen dahin, mir ist das egal. Das gehört irgendwo, ja. Okay, rufen wir mal unseren Test auf, stattdessen. So. Und jetzt müssen wir irgendwie damit umgehen können. Und es gibt eine begrenzte Zahl von Sachen, die man mit diesen Parameter-Packs machen kann. Das Erste, was man machen kann, ist seine Größe bestimmen. Und das macht man mit sizeof, Punkt, 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 Types. Ich kann mir diesen Syntax nie merken. Und wir geben mal die Größe aus und stellen fest, wir haben 4 Parameter, von denen wir gar keine verwendet haben. Deswegen gibt es die Warnung. Okay. Das nächste, was man ganz gerne mit solchen Parameter-Packs macht, ist Speichern. Und das Mittel der Wahl dazu heißt std-tuple. Ja? Und so. Ja, es gibt, das ist die Fortsetzung von std-pair. Und wie ihr vielleicht kennt, es gibt make-pair und genauso gibt es make-tuple. Und make-tuple nimmt irgendwie eine beliebige Anzahl und produziert einen Tuple. Habt ihr vielleicht schon mal verwendet in der Rückgabe, als Rückgabewert irgendwie in Funktion. Und damit kann ich so ein Gerät abspeichern, nämlich als t. Und std-tuple kann ich auch wieder zugreifen und das heißt std-get. So. Und dann kann ich mir den ersten rausholen, zumindest normalerweise. Gott, so weit, so schön. Das ist allerdings ziemlich unelegant insgesamt. Man kann tatsächlich diese Punkte auch an andere Stellen schreiben. Man kann beispielsweise auf, wie macht man denn das? Man kann auf, man, diese Punkte kann man an verschiedene Stellen schreiben, um verschiedene Dinge zu expandieren. Und jetzt machen wir mal ein anderes komplizierteres Beispiel. Ich gebe mal nicht so einfache primitive Typen, sondern beispielsweise ein Vektor, so, und einen String. String heißt Hallo. Na, kriegen wir nicht hin. Wieso? Oh, danke. Ja. Danke, 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 danke. Nein, 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 das funktioniert nicht. So, und übergeben diese mal. Und wir werden feststellen,
das funktioniert hier nicht mehr. Wir haben jetzt zwei Parameter. Ja, die Ausgabe. So, wir haben jetzt zwei Parameter und die haben nicht mehr primitive Typen. Und jetzt kann man lustige Dinge machen. Man kann nämlich diesen Parameter-Pack expandieren, ja, und wir haben ja eine Variadic-Funktion, die beliebige Typen nimmt. Wir nehmen einfach Values und jetzt wollen wir beispielsweise den ersten Prompt aufrufen. Und was wir jetzt hier machen, ist den Parameter-Pack, diese Punkte expandieren den Parameter-Pack, aber wie vorher angedeutet, es expandiert den Parameter-Pack, den es im Prinzip innen in dem Ausdruck findet und wendet diesen Ausdruck auf jedes dieser der Parameter. Was passiert? Machen wir mal den da hier weg. Okay, Punkt, Punkt, Punkt. In diesem Kontext expandiert natürlich Values, wendet aber auf jedem der Argumente, der Parameter, Punkt Front an. Und Punkt Front von meinem Vektor ist 1 und Punkt Hello, Punkt Front von meinem String ist H. Das Ganze geht natürlich auch mit Size. Das, ja, danke, wir machen das Tupel gleich wieder rein. Diese Punkt, Punkt, Punkte, also diese Punkt, Punkt, Punkte können hinter Ausdrücken stehen und dann werden die Ausdrücke auf alle angewendet. Wichtig. Wir können aber die Punkt, Punkt, Punkte auch hinter Typen schreiben. Und da brauchen wir jetzt wieder das STD-Tuple und diesmal schreiben wir es ausführlich hin. Wir speichern uns nämlich unser Front jetzt ab und wir nehmen aus den Types den Value-Type, aber natürlich expandiert für jeden der Variadic-Template-Parameter expandieren wir, gucken nach, ob es ein Value-Type enthält. Zufälligerweise habe ich jetzt die natürlich ausgewählt, die einen enthalten. Und definieren uns so ein STD-Tuple. Und da brauchen wir noch ein Type-Name. Jetzt nochmal. Punkt, Punkt, Punkt kann hinter Typen stehen. Dann wird innen drin der innerste Template-Parameter, der Variadic-Template-Parameter expandiert und die Typen werden rausgeholt. Und T kann ich jetzt da tatsächlich MakeTuple wieder hinschreiben. Funktioniert jetzt natürlich nur mit meinem Values.front. Punkt, Punkt, Punkt. Und jetzt habe ich mein Tuple quasi explizit hingeschrieben, was vorher im Auto drin stand. Okay, alle Leute verwirrt? Fragen? Nein, keine Fragen. Das Problem ist, Punkt Front liefert einen Wert zurück, nämlich das erste Ergebnis, das erste Teil dieses. Das Problem tritt irgendwie dann, also ein Problem tritt dann auf, wenn man eine Funktion hat, Shrink to Size heißt die, glaube ich, to Fit, danke, die Void zurückliefert und diese expandieren möchte. Und dann müssen die Voids nämlich irgendwo hin und das funktioniert nicht. Lange Rede, kurzer Sinn. Es ist unglaublich schwierig, auf diesen ganzen Parameters eine Void-Funktion aufzurufen. Man muss sich da im Prinzip abhelfen, indem man einen Trick anwendet, nämlich ein Array von Ints zu konstruieren und dieses Array von Ints zu initialisieren. Und das Problem löst man, indem man das da hier hinschreibt. So, was passiert hier? Ich rufe den Void auf. Das Komma-Ding ruft aber einfach die nächste Anweisung auf und diese nächste Anweisung ist 0 und das ist ein Int und diesen Int kann ich jetzt speichern in meinem Array von Int, was irgendwas habe ich hier falsch gemacht. Const, 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 achso, ja, meine Vektoren sind Const, das ist natürlich doof, die kann ich nicht verklagen. während dem Vortrag, den ich den ausgearbeitet habe, ist mir aufgefallen, es gibt noch eine andere Möglichkeit, die eigentlich viel hübscher ist. Und es gibt das typische unused Makro, also nicht Makro, aber Methode, die zeige ich euch gleich. Und dann kann man das nämlich so schreiben. Und das unused ist eine sehr, sehr einfache Funktion. Die ist, sieht nämlich so aus. Ist dann die Reihenfolge nicht undefined, in der die... Okay, während des Vortrags ist mir aufgefallen, ich kenne so eine unused-Funktion, die irgendwie beliebig viele Parameter macht und exakt gar nichts damit tut. Ja? Das ist die Variante von vorher mit print, nur ohne print.
Und wenn ich dem so ein Array gebe, beziehungsweise eigentlich ist das kein Array, das ist eine Folge von Argumenten und der tut einfach gar nichts damit, dann ist das viel hübscher. Ich habe die dann umbenannt und die heißt dann einfach nur noch vexpand. Die macht aber exakt das Gleiche, nämlich gar nichts. Und damit kann man das irgendwie viel, viel, viel hübscher schreiben. Ja. Das funktioniert tatsächlich auch mit 14ern. Das ja. Ja. Und jetzt mal Fold Expression. Jetzt brauche ich wahrscheinlich deine Hilfe, das richtig hinzuschreiben. Ja, wie? So, das Problem, machen wir mal wieder diesen Aufruf und machen wir mal Fold Expression. Also, das Ding ist, jetzt hat man irgendwie diese ganzen Argumente und man muss relativ kompliziert damit umgehen, um überhaupt was Sinnvolles zu machen. Aber wenn ich quasi irgendwie einen Array, Integer übergebe oder Floats oder so, dann möchte ich die doch eigentlich addieren können und ausgeben können. Und das funktioniert jetzt alles wieder nicht mehr mit Integern. Und jetzt gucken wir uns mal nach. Die Expression müsste, glaube ich, so sein. Du hast die Values, Punkt, 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 Plus. Nee. Das Plus muss in die Mitte, danke. Nein, habe ich nicht gemacht. Ich muss wieder Konstin oben schreiben. Gott. Einige Leute geben es auf, wir sind schon echt lange dabei. Okay, wir haben jetzt tatsächlich Fold Expression. Das gibt es in C++ 17. Das kann nur das GCC 6. Clang vielleicht auch. Ciao. Hier steht im Prinzip der Parameter Pack, hier steht der Operator plus und hier steht die Expansion. Do with it what you want. Kann man ab und zu brauchen. Bitte? Müssen das Operatoren sein oder kann man da andere? Das müssen tatsächlich Operatoren sein. Es gibt, da wo ich das nachgeguckt habe, stand dann irgendwie alle Operatoren da. Das heißt aber nicht, dass du ja nicht in deinem Typ dann Operator plus verwenden kannst. Ja? Ich glaube nicht. Guck mal nach. Der Komma-Apparat. Okay. So, ich habe euch bislang nur Variadic Templates bei Funktionen gezeigt, wem das aufgefallen ist. Wir sind in die ganze komplexe Tiefe abgestiegen, ohne jemals eine Klasse zu schreiben. Das Ganze kannst du auch mit Klassen machen. Fertig aus. Ja? Nur sieht das unglaublich kompliziert aus. Ich definiere mir erstmal meine Klasse, die heißt irgendwie VT-Class. Ich bin unglaublich kreativ bezüglich Klassennamen hier. Und das ist die Deklaration. Ja? Und jetzt kann ich anfangen, die zu spezialisieren. Ja? Wie normalerweise Template-Specializations zu machen. Und der erste beispielsweise Template-Specialization, den ich machen könnte, ist mit einem Wert und dann gleich mit beliebig vielen Werten. So. Und dann installieren. Jetzt kann ich die instanzieren mit einem oder mit beliebig vielen Werten. Schauen wir uns mal solchen. Unsere Klassen enthalten irgendwie noch nicht so viel. Deswegen müssen wir erstmal Konstruktoren schreiben. Und eigentlich wollte ich. Ihr seht, ich habe hier falsch angefangen. Die erste Definition, die man im Prinzip hinschreibt, ist die, ich spalte einen ersten Typen ab und überlege mir dann in der Rekursion irgendwie, wie es weitergeht. Muss einen Konstruktor dafür schreiben, der im Prinzip den ersten Wert nimmt und die beliebig vielen weiteren Werte. Rest. Etwas damit macht, und da überlegen wir uns gleich, also kann irgendwas damit machen oder auch nicht, ist mir egal. Aber in der Regel werde ich im Prinzip in so einer Variadic Template
rekursiv die nächstkleinere aufrufen, REST, und eben damit auch initialisieren. Und dann Typ first, speichern unseren first hinein, first, und in den REST den REST. Etwas fehlt. Der Basisfall. Was passiert, wenn keine da sind? Da mache ich es mir tatsächlich unglaublich einfach. Keine bedeutet keine. Und keine kriegt auch keine Argumente als Konstruktor, und damit sind wir fertig. So. Ja, so und so. Und bestimmt habe ich eine Million Fehler gemacht. Not expanded. Ja, Parameter Packs müssen überall expandiert werden, wo sie vorkommen. Auch da unten. Und jetzt sind wir fertig. Wir haben eine rekursive definierte Klasse, die sich selbst enthält. Jetzt sind wir bei der Matroschka angekommen. Exakt. Wir bilden hier gerade STD-Tupel nach. Also eine Funktion, also nur um euch zu zeigen, wie das funktioniert in der Syntax. Eine Klasse, die beliebig viel, ich definiere mir erstmal eine Klasse, das ist sozusagen die Schablone, die beliebig viele Typen nimmt. Das war es erstmal, mehr weiß man auch gar nicht drüber. Und dann mache ich mir Spezialisierung, Template-Spezialisierung. Die erste Template-Spezialisierung hier spaltet den ersten Typ ab. Und das ist das, was einem so ein bisschen im Hirn irgendwie erstmal klar werden muss. Hier stehen beliebig viele Typen. Und hier wird in diesem Ausdruck der erste benannt und abgespalten. Wenn es keinen ersten gibt, greift der hier, weil kein erster da, dann gibt es keine. Und dadurch, genau, switchst du zwischen diesen beiden Template-Spezialisierungen. Aha. Ja. Wow. Richtig. Man möchte eigentlich immer das da oben machen, leider klappt das nicht immer. Ja? Also versucht immer erst das so oben zu schreiben in den Punkten. Jetzt schreiben wir eine Klasse, die im Prinzip naiver an die Sache herangeht und sagt, ich nehme einfach beliebig viele Typen. Warum habe ich da ein Doppel-Ampersand? Gut. Und was können wir jetzt überhaupt damit machen? Also das war die rekursive Definition. Und wenn wir jetzt eine naivere Klasse haben, was können wir mit den Values machen? Und der normale Vorgehensweise ist erstmal ein std-Tuple zu haben, was diese Typen, die Parameter, die man hier quasi im Konstruktor bekommt, speichern kann. Das ist jetzt ganz typischer Code. Ja? Danke, es fehlen Punkte. Okay. Wir haben beliebig viele Parameter. STD-Tuple ist das Allzwecks Swiss Army Knife Werkzeug, um beliebig viele Parameter zu speichern. Und genau das tun wir hier. Wie kommen wir wieder dran? Das ist so das Problem an der Geschichte. Das ist insgesamt das Problem an STD-Tuple. Machen wir einen Funktionstest. Wie kommen wir an die Tuples ran? Ich habe euch, also genau, was können wir mit den Tuples machen? Ist die Tuple, habt ihr vielleicht mal gesehen. Es gibt ganz, das Erste, was man kennenlernt, ist Tuple Size. Ja? Wir können uns gucken, wie viele Einträge in dem Tuple ist. Und ich bin immer versucht, das so zu schreiben. Und das ist Quatsch. So. Den da unten brauchen wir nicht mehr. So. Tuple Size ist aber natürlich ein Compile-Time-Size. Das ist Quatsch, was ich hier geschrieben habe. Man muss im Prinzip sowas schreiben, Deckel-Type, so, und Value, glaube ich. Denn wer hätte sich gedacht, der Tuple kennt at Compile-Time die Anzahl der Parameter, die drin hat. Okay, das Erste, was man machen kann mit Tuples, man kann Tuples konkatenieren zu größeren Tuples, sowas in der Art. So, na, Entschuldigung. Kann man irgendwie eins vorne dran machen, macht man ein größeres Tuple aus einem kleineren Tuple. Das große Problem ist, wie kommt man denn an das Zeug ran? Ich habe euch vorher schon stdget genannt. Dadurch kann man an die Parameter rankommen. Ja. Get braucht aber einen Compile-Time-Wert hier. Ja, das nächste Problem. Es gibt noch was Nettes, was man in stdtuple machen kann. Das ist in Kombination mit stdtile. Da kann man nämlich entpacken.
Das wollte ich euch eigentlich gar nicht erzählen, aber das machen wir jetzt trotzdem. Oh mein Gott, es gibt noch Bindix. Okay, es gibt in C++ anscheinend noch viel mehr neues Zeug. So, man kann sowas hier schreiben. Ich glaube einfach Tuple. Ja? Also die linke Seite ist jetzt, enthält lauter Referenzen auf diese lokale Variablen und dadurch werden sie zugewiesen. Das funktioniert jetzt natürlich auch wieder nur in dem Fall, wo hier genau zwei dastehen. Ich bin gar nicht sicher, was passiert, wenn ich hier drei hinschreibe. Ja, funktioniert nicht. Ja? Weil die genau passen müssen, die Tuple rechts und links. Okay. Das ist, was man so unbedingt mit Tuple machen kann. Das Problem ist, eigentlich möchte man hier in der Regel über alle Einträge, über alle Parameter iterieren. Und das ist das Schwierige. Jetzt bin ich mal gespannt, ob du STD-Apply. Wir hatten kein C++17, wir haben uns das selber gebaut. Das heißt STD-V-Call for each. Und wir haben uns damit beholfen, eine ein Expandierer, ein Tuple-Expandierer zu machen. Ich glaube, der heißt tatsächlich so. Und der Witz ist, es gibt nicht nur die Lambdas, die ich euch vorher alle gezeigt habe, es gibt auch noch Generic Lambdas. Und Generic Lambdas kennzeichnen sich dadurch, dass hier ein Auto steht in der Parameterliste. Und was jetzt hier passiert, Moment mal, hier möchte man noch den Tuple hinschreiben. So, das ist jetzt wieder ein random bit of thrill. Ich hoffe mal, dass das richtig benannt ist. Nein, okay. For each tuple. So. Na, da erinnere mich gleich nochmal, wo die Parameter-Packs stehen dürfen. Die sollten am Ende stehen, sonst passieren komische Dinge. Hier haben wir uns sozusagen einen kleinen Hack gebaut, den ihr vielleicht mal angucken könntet, wenn ihr Lust dazu habt. Es gibt Generic Lambdas. Generic Lambdas, wir erinnern uns wieder zurück an unsere Functor-Klasse. Soll ich die nochmal aufrufen? Ich rufe die nochmal auf. Eine Functor-Klasse sieht erstmal so aus. Ja? Die Parameter des Lambdas, wenn ich hier irgendwas hinschreibe, wandern natürlich hier hinein. Ja, das sind die Argumente des Aufrufs. Wenn ich ein Lambda hinschreibe, wo hier ein Auto steht, dann verwandelt sich das automatisch in ein Template Operator, der dann so aussieht. Eigentlich ganz einfach. Ein Auto in einer Parameterliste eines Lambdas verwandelt sich in ein Template Operator, Klammer auf, Klammer zu. Okay, merken. In der Funktion, die wir gerade hier haben, haben wir ein Generic Lambda. Was? Auf jeden Fall, wir haben uns ein lustiges Call-for-each-Tuple gebaut, was eine Generic Lambda nimmt, diese Generic Lambda für sämtliche Typen in diesem Tuple instanziert und aufruft. Das ist eine Vorschleife. Mit beliebigen Typen in der Vorschleife. Also, falls ihr mal solche Probleme habt, jetzt habe ich meinen Buffer wieder kaputt gemacht, aber den Buffer wieder rückgängig. Okay, was steht hier jetzt? Habe ich alle abgehängt? Wir instanzieren eine Klasse mit beliebig vielen Parametern. Ich kann hier noch einen hinzufügen, machen wir mal CityString. Jetzt hat sie 3. Hier ist in dem Konstruktor sollte ich natürlich auch 3 übergeben. Aber eine Methode Test, der Konstruktor speichert alle Parameter in einem Tuple mit diesem Typen, hier expandiert. Ja? Und Test wird aufgerufen und Test ist eine Funktion, die for each types etwas macht in diesem Tuple. Und in dem Fall halt caught. Also printed. Und dadurch wird iteriert über dieses Ding. Wen habe ich komplett verwirrt? Wer ist noch da?
Wer mal Lust hat, kann sich dann angucken, was Call for Each eigentlich tut. Das ist gar nicht so lang, das ist es. Es entpackt diesen Parameter und dann gibt es diesen einen Trick, das heißt, es ist mit Integer Sequences, es entpackt im Prinzip den Tuple, mit einem produziert erst den Integer Sequence, entpackt den Tuple und ruft dann diesen Call for Each rekursiv hier auf. Das ist eine Rekursivfunktion. Eigentlich ganz nett. Okay. Und dann gibt es noch eine Variante, weil unsere Probleme fingen dann erst an, sozusagen an der Stelle. die den Index mitgeliefert bekommt, weil man braucht ja schließlich den Index des Tuples und das ist ein Compile-Time-Index. Damit kann man dann richtig lustige Dinge tun. Das war ein random bit of thrill. Ich glaube, ihr seid alle thrilled. Was habe ich euch noch? Habt ihr Fragen? Oh, es gibt noch eins. Variadic Universal Template. Ich kann ja jetzt beliebig viele Argumente hier schreiben. Universal Types. Und einen Konstruierer von dieser Klasse, die wir da oben haben, schreiben. Und ich schreibe jetzt mal Return Type Auto. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, was da rauskommt. Eine Konstruktormethode, die sieht man ganz häufig. Das machen wir gleich auch noch anders. Ja, ja, das kannst du zu viel. Danke, ja, richtig. Ja, 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 danke. Und diese Methode existiert aus dem einzigen Grund, weil ich im Prinzip hier bequemer die Typen rauspopeln kann. S, danke, da gehört ein S hin. Okay, diese Methode klingt unglaublich langweilig, hat aber ganz netten Vorteil, weil man dann nämlich sowas hier schreiben kann. Make VT-Class aus diesen Argumenten. Und ich hoffe, das passt jetzt ungefähr. Ja? Live-Coding hier. Das ist ja eins der typischen Seltsamkeiten in C++. Man muss bei Klassen immer explizit hinschreiben, was das für Template-Parameter hat. Bei Methoden ist das nicht der Fall. Anscheinend ist es heutzutage auch mit den Klassen nicht mehr der Fall. In guten alten Zeiten war das noch der Fall. Da musste man solche Maker-Funktionen machen, ja? Weil hier kann der Compiler halt gucken, okay, das ist eine Klasse, das ist eine Funktion und die bekommt diese und diese Parameter und deswegen ist Types eben genau in Double String, beziehungsweise Charpointer in dem Fall. Und jetzt kommt noch eins dran. Ich möchte natürlich hier perfect forwarden. Oh mein Gott, danke sehr. Und was das hier ist, sieht man relativ häufig, ist ein perfect forwarding constructor. Ja, ich konstruiere eigentlich nur diese Klasse, leite aber tatsächlich alle Parameter, so wie sie sind, R-Value oder L-Value, an den Konstruktor weiter, in der gleichen Form. Und das ist, glaube ich, der Wrap-up meines doch sehr langen Talks. Ein paar Hinweise habe ich hier noch. Wo dürfen Variadic Templates stehen? Die sollten am Ende von solchen Funktionen stehen. Wer hat sich's gedacht? Also Beispiel, die Variadic Templates, Template Parameter, so wie hier. Ich kann hier vorne beliebig vieles Zeug hinschreiben. Hier hinten wird es irgendwann schwierig, weil kann der Compiler irgendwie nicht mehr trennen, wie viele, also wenn ich jetzt so einen Aufruf mache, bei manchen geht es wohl dann doch, wenn es nicht inferierbar ist. Ja? Aber hier wird es jetzt im Prinzip beispielsweise schwierig. Gehört das 5 jetzt noch zum Parameter Pack oder zu dem? Und das funktioniert, glaube ich, gar nicht. Ja? No Matching Function Call. Da kann ich es jetzt hier hinschreiben. Was ist denn das? Ein String?
Ah, ich habe noch eine Sache nämlich vergessen. Ich mache das wieder weg. Ich habe eine Sache vergessen. Das ist nicht die einzige Möglichkeit, Tupel aufzupacken, die wir uns ausgedacht haben, sondern wir können, es nennt sich Tupel Applier bei uns. Das ist wahrscheinlich Apply Tupel. Und das ist quasi die einfache Art und Weise, die einfache Form von unten. Das nimmt eine Funktion und wendet diese Funktion auf alle, das expandiert den Tupel, die Typen innen drin, und gibt diese Typen als Parameter Pack der Funktion. Okay, nochmal lange Rede, kurzer Sinn. Ich kann nicht print Tuples schreiben, Tuple, an dieser Stelle. Alles mal so. Warum? Weil dann der Tuple geprintet wird. Aber ich möchte doch eigentlich den Inhalt des Tuples printen. Und auch das ist eine unglaublich schwierige Aufgabe mit Variadic Templates, weil man diesen Tuple aufpacken möchte, um hier diese, um quasi wieder zurückzukommen zu den beliebig vielen Argumenten. Ja, wir haben es gleich. Und dazu gibt es in unserer Library ein Apply-Tuple zu einer Funktion. Und leider funktioniert das auch nicht, denn wir müssen explizit hinschreiben, wie den Print instanziert werden soll. Das stimmt hier nicht. Das sollte gehen. Die Idee ist, dass dieses ApplyTuple eine Funktion ist, die diesen Tuple auspackt und Prints aufruft. Warum klappt das nicht? Okay. Ihr habt während des Vortrags kein einziges Mal Fehlermeldungen gesehen. Constref, nee. Wir spicken mal. Nachdem wir am Ende des Talks sind, darf ich euch auch zeigen. Ich habe quasi das, was alles, was ich hier quasi erzählt habe, in schöner, lesbarer Form. Ja? Und da suchen wir uns mal gerade, das ist der Buffer mit vielen kleinen Beispielen, wie man den Buffer verwenden kann. Das ist das Variadic Template Beispiel. Und da gucken wir uns einfach mal an, ein Type Name fehlte. Ich weiß es nicht. Nicht trivial. Also, okay, weiß ich jetzt gerade nicht warum. Müssen wir mal gucken. Also, ich habe euch das, was ich so erzählt habe, hier in Beispielen aufgeschrieben. Könnt ihr ein bisschen nachgucken, was das alles ist. Ich hoffe, ihr habt die Beispiele hübsch genug gemacht und genügend Kommentare hineingeschrieben. Ja, wir gucken mal nachher. Ja, ich habe auch keine Warnungshinweise mehr für Variadic Templates. Sind eigentlich ganz praktisch, sind nur unglaublich hässlich zu schreiben. Damit wieder zurück zu dieser Folie. Genau, ja, danke für eure lange Aufmerksamkeit. Wenn noch Fragen sind, ich glaube, wir haben die Diskussion eröffnet. Wir können auch mal diskutieren über den Send 1 oder Send 4. Ich werde das nachher hochladen. Ja? Die C++-Goodies könnt ihr angucken. Und wenn ihr Thrill und andere Sachen noch angucken wollt, die ich gemacht habe, könnt ihr meine Homepage besuchen. Genau. Awesome. Okay. Vielen Dank, Timo. War echt genial, das Live-Coding, tief rein. Tief rein, ich glaube, interaktiv. Das war eins, ich habe die Difficulty, die Schwierigkeitsgrad der Veranstaltung hier, glaube ich, gut gehoben. Aber ich glaube auch die Leute, die vielleicht noch nicht so viel Erfahrung haben, allein, dass sie es mal gesehen haben, ja. Und wissen, wo sie jetzt nachgucken können, haben doch, glaube ich, viel gelernt. Okay, danke sehr und Diskussion eröffnet. Bevor wir in die lockere Runde übergehen, noch als Cliffhanger das nächste Event wird noch interaktiver und veranstaltet von Eduard. Sagst du noch ein paar Sachen dazu, Frau Rotte?